Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Onkel Poppy und wir sind hier bei unserem Langzeitprojekt der Flux Infused Chestplate im zweiten Teil und die machen wir heute jetzt wirklich endgültig fertig, denn wir haben etwas Gravierendes vergessen beim letzten Mal. Wir haben soweit eigentlich alles vorbereitet, wir haben soweit eigentlich alles da, aber es fehlt bei dieser Chestplate das Klammern Amorit. Na, also geschützt im Endeffekt, das heißt, uns fehlen hier die Armor Platings und die müssen wir natürlich noch machen mit einem Induction Smelter und dafür brauchen wir ganz salopp Iron Armor Plating und damit geht's einfach los. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in meine kleine Bastelhöhle. Wir sehen mal wieder nicht das Tageslicht, haben aber dafür Strom und können uns dafür aufladen. Für die geladene Stimmung. Okay, wir brauchen einfach nur mal Iron und müssen da noch mal ein wenig nachmachen, nachcraften. Ich könnte hier auf dem Wege schon mal sagen, wir nehmen noch mal die Chestplate mit raus, dass ich die einfach am Mann habe. Das Problem ist nämlich, dass das Programm das nicht automatisch zieht, sondern es muss auf Biegen und Brechen alles per Hand reingezogen haben. Das ist etwas blöd. Warte mal. Iron. Hier. Dafür braucht man nämlich Iron. Ach, Armor Plating. So heißt das Ding. Okay, Iron Armor Plating. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich miteinander verbinden. Und zwar brauchen wir Induction Smelter und 10-mal Bronze Ingot. Wo haben wir denn einen Induction Smelter? Haben wir schon einen? Ein Induktionsschmelzer Gerät. Gedöns, haben wir das hier irgendwo? Magma Crucible, Magma. Habe ich denn hier nicht irgendwo mal einen gehabt, dass ich sagen kann, hey, ich muss den jetzt nicht unbedingt noch einmal bauen? Das wäre ja schon irgendwie geil. Wohl nicht. Habe ich den zufällig hier drin? Induktionsschmelzer. Habe ich nicht. Induction Smelter Basic. Guck mal. Hat da. Da. Strom. Danke. So, dann heißt, wir können sagen, wir können nicht sagen. Warum können wir das nicht sagen? Was brauchen wir dafür? Brauchen wir ein Upgrade? Basic. Induction Smelter Basic. Wieso willst du nicht? RFT, RF. Ah, Alter, alles klar. Okay, das heißt, wir brauchen Bronze. Bronze. Ne, mit RO nicht OR. Bronze. Wir brauchen Bronze. Machen da mal 100 Stück, weil ich glaube, da brauchen wir schon eine Handvoll von. Und dann können wir sagen, klatsch dich mal zurecht. Und mach mir mal ein paar von diesen Platten. Guck mal, ach, der hat sogar EMC. Pass auf, dann können wir das einmal aufhören. Wenn der EMC hat, dann können wir sagen, Armor Plating. Zack, du kannst verschwinden. Dich brauchen wir nicht mehr. Gut, wer der Erste? Der Zweite ist jetzt mit Inveinget. Da reicht auch der Basic. Okay, das heißt, du kommst einmal hier hin. Wir brauchen Invar. Invar. Ist es wahr? So, einen macht er fertig. Reicht mir eigentlich raus. Bald. Ich hoffe, der hat auch wieder EMC. Geil. Es kann nur besser werden. Amor. Invar. Eine. Wir machen das erstmal nur mit einer. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir gnadenlos weiter. So. Invar. Und dann brauchen wir 10-mal Endrium. Und dann haben wir da auch wieder... Yes. Okay. Endrium. Ender. Ender. Alter, was schreibe ich denn hier immer? Enderium. Enderium. So, eine rein. Die Ingots dazu. Und jetzt sieht man, es braucht schon etwas länger. Aber dem soll mich jetzt nicht so stören. Dem längeren. Hüstel. Dem länger dauern. So, wir haben jetzt Armor Plate. Das ist nämlich immer cool. Wenn du sowas hast, ist das eigentlich immer ganz cool. Und das Ganze können wir jetzt kombinieren. Wo? Resonant Flux Pack
im ganz normalen Crafting? Lol. Das war's? So easy peasy? Das wäre ja schon cool. So cool. Okay, das heißt, wir können jetzt hier oben die Rüstung. Wir klatschen in die Mitte. Was fehlt uns denn hier? Es fehlt uns doch irgendwas. Irgendwas fehlt doch für die Mitte. Das Jetpack. Jetpack. Guck mal, du musst hier noch hin. So, jetzt können wir das machen. Und wir haben jetzt endlich unsere... Was fehlt denn jetzt schon wieder? Oh, Leute. Auch amoritisieren. Können wir aber auch so zusammen craften. Okay, das heißt, wir müssen noch mal eine Armor machen. Armor. Auch hier wieder Endrium. Dann können wir das Ganze einmal zusammen craften. Wir haben eine Amorit-Platte. Und jetzt endlich ist es alles geschützt und wir haben endlich die Flux-Infused Jetplate. Leute, Alter, das kannst du keinem erzählen. Eine Woche lang nur für diese Kacke gecraftet. Jetzt überleg mal, wenn du das Ganze auch noch machen müsstest für eine 20-Minuten-Folge. Da kriegst du gar nicht hin. Jetzt überleg dir das aber, also ich sag mal so, 40 Minuten brauchst du bestimmt. Und das Ganze, wenn es auch noch von Hand craftest, brauchst du das Ganze wirklich 40 Minuten bestimmt als Folge. Will man sowas sehen? Ich weiß es nicht. Will man sowas wirklich sehen? Ich muss lügen. Also ich würde, glaube ich, bei 40 Minuten abschalten. Tatsächlich. Würde ich, ehrlich gesagt, ich würde es, glaube ich, machen. Das glaube ich schon. So, pass auf. Wir haben diese Flux Infused Jet Plate. Ich habe sie allerdings schon, wie ich schon vor 2 Trillionen Folgen erklärt habe, zweckentfremdet und habe sie in dieser Aktion einfach mal ercheatet, weil ich musste hier weitermachen und musste zur Stella Chestplate kommen. Das Problem war nur gewesen, ich brauchte eben diese Flux-Infused Jetplate. Die musste ich ja machen und die habe ich mir erschummelt, weil ich fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass ich eine normale Flux-Infused Jetplate brauche und nicht diese Jetplate sozusagen. Und die haben wir jetzt gemacht und deswegen, der Fairness halber, mache ich jetzt das einzig Richtige und sage Dankeschön für deine geteilte Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt hiermit somit Gerechtigkeit walten lassen und gesagt, ich schmeiß das ganze Ding jetzt weg. Habe es trotzdem gecraftet und könnte jetzt theoretisch gesehen an die Folgen anknüpfen für die ganze Rüstungsgeschichte. Sozusagen. Okay, sind wir quitt? Ich würde sagen, wir sind quitt. Da kann ich mit leben. Ich glaube, ihr könnt damit auch leben und von daher, das geht schon. Das sollte jetzt soweit in Ordnung sein. So, dann können wir hier nochmal... Ach, guck mal, die Kits zusammenbringen. Hardenet und Reinforced Upgrade Kit. Pass mal auf. Gerade Kit. Können die beiden einmal zusammenschmeißen. Halt, und dann können wir sagen, hey, wir haben da mal was gecraftet. Dankeschön. So, dann geht das hiermit weiter. Wir brauchen Signalum. Dafür brauchen wir wieder Signalum Upgrade Kit. Das müssten wir... Oh nein. Leute, ich werde irre. Habe ich das nicht noch immer fertig vielleicht? Signalum. Ich habe da ja so ein bisschen mal was gemacht, ne? Also von daher ist ja jetzt nicht so... Ja, doch, ist so. Reinforced Conversation Kit. Konversationskit. So, dann können wir das nämlich auch einmal zusammen craften. Und haben ein Signalum Conversation Kit. Ich mache das eigentlich nur, damit ich das Questbuch vollkriege. Nichts anderes. Hast du EMC? Leute, du hast kein EMC. Schäm dich. Pfui. Schäm dich. Ohne Witz. Schäm dich einfach. So, und das müssen wir jetzt noch machen mit dem Endrium. Das Endrium brauchen wir natürlich hier auch. Resonance Kit. Und das habe ich, glaube ich, sogar. Warte mal. Das müsste ich, meine ich, sogar haben. Enderium. Kit. Hey, Kit. Lol. Es fehlt natürlich ein Zahnrad. Na klar. Natürlich. Wieso denn nicht? So, und da brauchen wir das Signalum.
Kit. Also Kit fehlt im Endeffekt, nichts anderes. Zack. So, und dann haben wir das nämlich auch. Fertig. Leider Gottes hat auch dieses Ding kein EMC, aber ist egal, ich knall das hier einfach mal rein. Ich weiß nicht, wofür braucht man das Shift? Fully upgrades a block to given tier. May be used in any lower tier. Okay. Achso, kannst du mehr Upgrades draufpacken wahrscheinlich. Dann wird er schneller und schneller und mehr und überhaupt und so. Ah, I understand. Damit kann ich leben. Das ist für mich eine Erklärung, da kann ich mit leben. Okay, das passt. So, was brauchen wir hier noch? Wir brauchen noch ein Neutral Steel of the Sixth Degree. Ach du grüne Neune. Habe ich da nicht schon einen fertig? Gab es da denn nicht schon mal irgendwann mal was in grauer Vergangenheit? Oder wie war das? Weil ich mag mich dran entsinnen, dass hier diese Rezepte für diese Dinger irgendwie sich verändert haben. Und dass es deswegen nicht geht. Of the Fourth Degree, a Third Force. Und dann könnten wir, warte mal, 1, das war glaube ich 1, 2, 3, 4, dann müsste das ja 5 sein eigentlich hier. Lol. Okay, mache ich mir später mal dran, ganz in Ruhe, weil da muss ich die Rezepte überarbeiten, weil ich weiß, dass mit dem letzten Update der Spieleversion sich die Rezepte hier verändert haben. Das weiß ich, hundertprozentig. Totemic Capacitor. Haben wir den hier nicht auch irgendwo? Den Totemic Fluid Tank. Da wäre er wieder aufgeladen. Totemic Capacitor. Kann man den... warte mal. Der ist doch eigentlich uncraftbar, ne? Totemic. Guck mal, da ist er doch. Auf Undying. Ja, da war ja was. Totemic Capacitor. Wie kriegt man den denn? Totemic auf Anleihen und da war den Capacitor. Den Capacitor. Capacitor? Wie kann man den denn bauen? Das täte mich jetzt mal interessieren. Da haben wir es doch. Totemic of Undying. Da haben wir es doch. Leute. Grains of Vibrancy. Und das Ganze machst du in einer Segmel mit einem Vibrant Crystal. Okay, einen Vibrant Crystal. Den sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Gerade mal so eben. Vibrant Kristall. Habe ich den nicht sogar hier schon automatisiert? Jawohl. Und dann können wir den Ganzen sogar craften. Hallo? 2 brauchen wir. Bitteschön, Dankeschön. Gern geschehen. Auf Wiedergesehen. Das haben wir auch. So, das heißt, wir brauchen. Hier geht's weiter. Noch Solarium. Wir brauchen noch ein Solarium. 2 Stück. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Crystalline Capacitor. Crystalline. Wir brauchen noch Crystal. Habe ich so viel von Crystal-Zeug hier? Da haben wir sogar. Ein können wir, glaube ich, machen, ne? Sollte funktionieren. Jawohl. So, und dann geht's los hier. Dann geht er los. Hui! Und können den sagen, in einem Slice and Splice, du knallst dich hier einfach mal rein, bullerst den durch und wir haben unseren Totemic Capacitor. Totemic Capacitor. So. Das Ding hat jetzt quasi auch einfach nichts weiter als eine Erweiterung für diese Ender-Aero-Maschinen zum Beispiel. Kannst du das Ding hier reinsetzen und sagen, wie viel haben wir hier? Wir haben jetzt hier einen Energized und der hat hier 4 Millionen. Wenn wir den jetzt rausnehmen und kleiden den hier rein, hätte der 5,2 Millionen. Guck mal, der hat sogar ein bisschen mehr Saft. Das heißt, dadurch sind die Maschinen noch einmal schneller. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, pass auf, wir können den einmal hier reinböllern und können dann sozusagen das ganze Zeug hier einmal austauschen und schon sind die einfach nochmal schneller unterwegs. Von 4 Millionen auf 5,2 Millionen. Ja, wieso denn nicht, Freunde? Wieso denn nicht? Ne? Oder wer sagt uns das? Also, ich hätte da keine Probleme mit. Das kann gerne schneller sein.
Ja. So nehme ich das mal hin. Geschwindigkeit ist immer Nonplusultra im Autocrafting. Das passt. So, jetzt brauchen wir noch Galaxial Preserve. Was macht der denn? Freezes fluids into solids, just in case you need snow ice and not in the appearance bio. Ah, okay, das heißt, damit kann man eben Eis und so einen Scheiß machen. Flüssigkeiten gefrieren lassen und so weiter und so fort. Warum denn nicht? Sag ich mal dankend und nehme es, natürlich nehme ich das an. So, pass auf. Und dann können wir nämlich hier auch noch machen, den Ingenious Extruder mixes hot and cold fluids. Nehmen wir natürlich auch mit. Und dann können wir mal schauen, was können wir denn davon bauen? Prinzipiell nix. Hat er gesagt. Prinzipiell nix. Machine Frame. Habe ich denn sowas hier in der Art drin? Nee, habe ich nicht. Also, Frame haben wir hier. Können wir zwei Stück machen. Brauchen wir nämlich beide. Ganz einfach. So, der läuft. Der ist gelaufen. Dann haben wir das schon mal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen im Endeffekt nichts weiter als Invar. Invar in Gott. So, das wäre der erste. Der Ingenious Extruder. Und wir brauchen natürlich. Was fehlt uns hier? Achso, pass auf. Wir brauchen natürlich noch den Onkel. Wir brauchen natürlich noch eine Piston. Piston? Piston. Piston. Komm, baust du Piston. So, und dann hätten wir, glaube ich, zwei weitere Quests erfüllt. Okay, dann kannst du nämlich hier erstmal rein. Verschwinde. So, und dich nehmen wir hier aus dem Crafting Panel raus. Dann sieht das schon fast gut aus. Wir brauchen dann nur noch den Currency Upgrade. Das Argument, das nehmen wir eigentlich auch nochmal mit. Ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Schaffen wir noch. Was haben wir davon da? Oh, nix. Okay, wir nehmen eine Electrum Plate. Die können wir hier erstmal mehren. Zwei Stück. Die nehmen wir dankend mit. Dann brauchen wir ein Invigear. Das nehmen wir einfach. Ey, lass los. Das nehmen wir einfach mal mit. Dann nehmen wir eine Windmühle und wir nehmen Emerald und dann haben wir eigentlich alles beisammen. Emeraldo! Zack, und schon haben wir das Argument Numismatic Play Press für, wofür ist das? Allows for the creation of currency. Currency can be exchanged for goods and services. Machines will not manufactured plates, only one special that can be made. Okay, keine Ahnung, wofür ich das brauche. Bitte mal ins Kommentar schreiben, was dieses Argument macht, weil ich würde es gerne mal wissen. Täte mich ja mal interessieren, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Thermal Expansion, damit habe ich mich noch nicht so wirklich mit beschäftigt, weil das nie so im Fokus stand bei mir. Es gab da mal so andere Sachen, die waren etwas angenehmer oder schönerer oder so. Und dementsprechend, keine Ahnung. Also wäre ganz cool, wenn man das einer mal irgendwie erklären könnte, was dieses Ding macht. Wäre cool, ne? Also hier das Argument Numismatic Press sozusagen. Ja, danke. Ganz toll. Gut, Leute, wir haben, glaube ich, hier ein gutes Stück im Questbook geschafft. Gerade was dieses Ding betrifft, das war sehr aufwendig. Ich mache hier dieses Ding, bereite hier noch so weit vor, dass wir die Six-Degree machen können und sehen uns dann, glaube ich, wieder. Wa? Das machen wir einfach. Ich drohe an. Wir sehen uns wieder. Wir machen einfach eine Folgenpause. Ich bin so frei und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Euch ein schönes Restwochenende oder Start in der Woche. Ich weiß noch nicht genau, wann ich die Folge rausbringe, ob die Sonntag rauskommt oder erst Montag. Lasst mich überraschen, genauso wie euch auch. Und ja, guten Start in die Woche auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Hey.